Elmschenhagen, Dorfstraße 11. Hier befindet sich der Landesverband der deutschen Sinti und Roma in Schleswig-Holstein. Seit geraumer Zeit arbeiten hier die Vertreter dieser Minderheit daran, die Akzeptanz für ihre Volksgruppe zu stärken. Seit 32 Jahren mache ich diese Arbeit jetzt. Ich mache sehr, sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit an den Schulen, um eben halt zu zeigen, dass wir nicht das sind, wie man uns immer beschreibt und beschrieben hat. Wir haben jetzt in der Dietrichstraße Marotem 13 Häuser mit Stadtministerium zusammen 13 Häuser für die Sinti erschaffen, wo die Menschen ihre Sprache, ihr Leben, Kultur ausleben können. Die Menschen fühlen sich dort sehr wohl. Die Nachbarschaft kommt, besucht die Menschen. Also es ist kein Ghetto geworden, wie jeder immer vermutet und befürchtet hat. Im Gegenteil, es ist eine Siedlung der Begegnung geworden. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit ist seit langem der Artikel 5 Absatz 2 der schleswig-holsteinischen Landesverfassung. Was jetzt natürlich immer noch offen ist, ist die Landesverfassung. Für uns ist es tatsächlich in erster Linie eine moralische Wiedergutmachung mit der Landesverfassung, dass die Deutschen Sinti dort aufgenommen werden mit Schutz und Förderung, so wie die Dänen auch. Man hat uns die ganzen Jahrzehnte ganz einfach in diesem Punkt ausgeklammert. Und ich denke, diesmal mit ruhigem Gewissen zu sagen, dass es diesmal tatsächlich funktioniert. Nun, es besteht wohl tatsächlich Grund zu Optimismus, denn kürzlich stimmte der Schleswig-Holsteinische Landtag in erster Lesung einem entsprechenden Änderungsantrag einstimmig zu. Doch wie sehen die konkreten Bemühungen der Landesregierung und der Landeshauptstadt aus, die bestehenden Vorurteile zu überwinden? Dazu Frau Renate Schnack, neue Minderheitenbeauftragte der Landesregierung. Schleswig-Holstein ist ein Bundesland, das besonders berührt ist in Minderheitenangelegenheiten. Von den Dänen und den Friesen, das wissen Sie dann vielleicht, aber die Sinti und Roma sind ja eine relativ kleine Gruppe, für die aber auch die Landesregierung und vor allen Dingen auch die Landeshauptstadt Kiel sehr viel tut. Es gibt einmal das Mediatorinnenprojekt, das heißt, dass Sinti-Frauen Schüler an Kieler Schulen unterstützen, dass sie die Bildungsferne überwinden können, weil sie ja oft erst mit muttersprachlich groß werden und erst mit Eintritt in die Schule dann Deutsch lernen und dadurch eben auch eine gewisse Benachteiligung aufholen müssen. Dann haben wir Marotem, das in erster Linie vom Land gefördert worden ist, aber das auch die Stadt ermöglicht hat. Und schließlich das letzte Projekt Kulturbewahrung und Integration, das hier Leben in der Siedlung befördert. Es gibt Vorurteile auf beiden Seiten. Sinti haben auch Vorurteile gegen die Politik und gegen Menschen, die sich für sie einsetzen. Das ist im kollektiven Bewusstsein der Minderheit und der Mehrheit drin. Und das gilt es abzubauen. Und das kann man nur abbauen, indem man sich einander nähert, indem man mehr voneinander weiß und ganz konkret zusammenarbeitet. Dass diese Projekte zum Beispiel bieten die Möglichkeit, dass man sich besser kennenlernt und dass man besser zusammenarbeiten kann. Und wie lebt es sich in Marotem? 4 Jahre lebe ich jetzt hier. Ich habe vorher in Welse gewohnt, da hatte ich eine Mietswohnung gehabt. Und wenn ich jetzt sage, mal meine Tochter, die kam an, die hat ja 3 Kinder, mittlerweile jetzt schon 5 Kinder. Und wenn die da war, da haben sich die Nachbarn immer beschwert. Ja, die Kinder spielen zu laut, Frau Brühl, und das geht doch nicht. Habe ich gesagt, ja, aber das sind doch Kinder. Ja, aber die spielen draußen und sind so laut. Habe ich gesagt, ja, aber wenn ihr mit eure Hunde hinten draußen seid, beschwere ich mich doch auch nicht. Hier passt jeder gegenseitig, wir passen auf unsere Kinder auf. Wir unternehmen viel mit den Kindern, zum Beispiel Räucherei oder mal einen Ausflug mit den Kindern. Und wenn die eine Mutter nicht kann, dann nimmt die andere Mutter die Kinder mit und passt auf die genauso auf, als wenn das ihre eigene sind. Ne? Das ist das. Das ist das gemeinschaftliche Leben hier. Das zählt bei uns, die Gastfreundschaft. Und vor allem, wir leben hier unter uns, damit wir auch unsere Kultur und unsere Sprache bewahren können. Weil hier lernen die Kinder ja auch, sich den Deutschen anzupassen, in die deutsche Schule zu gehen. So, und wir Erwachsene lernen ja auch ein bisschen Vertrauen gegenüber anderen zu haben, die Kinder ohne Angst in die Schule zu schicken. Und halt die Gemeinschaft ist das hier, die uns zusammenhält.
Auch wenn hierzulande deutliche Verbesserungen der Situation der Sinti und Roma zu verzeichnen sind. Ein Blick über die Grenzen zeigt schreckliche Bilder. Unser aller Engagement ist gefordert. Ich bin jetzt für 5 Tage in Straßburg gewesen und ich musste mir dort sehr, sehr Schreckliches wieder ansehen und anhören. Es sind Menschen zurzeit von den Romas, die auf offener Straße erschlagen werden in Ungarn, Tschechien, Polen. Ich denke, das sind Zustände, die man so als Mensch nicht ertragen kann und nicht hinnehmen muss. Deswegen muss man an die Politik ganz einfach appellieren. Gestaltet Europa offen, aber gibt die Menschen das Recht zum Leben. Denn so wie es zurzeit ist, haben die Roma kein Recht zu leben in Europa. Und das darf es nicht sein. Weil keiner interessiert sich dafür, fast alle schauen sie weg. Und dort in den Ländern, wo das passiert, die werden ganz einfach nicht gemahnt. Da ist es nicht so, dass die Bundeskanzlerin sagt, ja, das darf aber nicht sein, das verletzt die Menschenrechte. Es passiert einfach nichts, weil es Roma sind. Und das darf es nicht sein.